In der letzten Folge von Let's Play DayZ haben wir einen Zwischenstopp in Stary Sobor gemacht, dabei ein Camp gelootet und einen zweiten Truck gefunden. An einer Military Base haben wir auch zufällig den ersten Spieler getroffen. Ernsthaft? Ja, Mann. Oh. Hinter mir. Hat er eine Waffe, hast du es gesehen? Ja, und der hat C2 Waffen sogar. Knallst du den ab? Soll ich riskieren? Drauffahren? Ich weiß nicht. Naja, besser nicht. Shit. Was sagst du, was machen wir? Killen wir den oder nicht? Wo ist der hin überhaupt? Der ist wieder hochgelaufen. Weiter hoch, der ist also weitergelaufen. Naja, der ist hier zur Straße hin wieder hochgelaufen. Also zu dir? Nee, zur richtigen Straße, nicht dem Feld. Ja, also da, ja, da wo wir gefahren sind. Ja. Ja, wie machen wir das jetzt mit dem? Ja, gute Frage. Der war richtig gut ausgerüstet. Wir müssen jetzt aufpassen. Nicht, dass er sich richtig abstellen. Nicht, dass er sich wieder anschleicht und sich alles nascht. Ich glaube, der wollte mit mir reden, weil der ist auf mich zugerannt. Ich dachte, das ist ein Zombie. Ich wollte ihn überfahren. Aber ich glaube, mein Auto steckt fest. Nee, ich steck nicht fest. Hä? What the fuck, Alter? Hast du das gehört? Ja, voller Hybrid, ey. Doch, ich steck fest. Ach du. Ah, toll. Egal, kriegt ihr das Auto wenigstens nicht. Und selbst wenn man die verlieren, mein Gott, das R4 ist nicht geil. Wo bist du denn? What the fuck? Wir würden jetzt natürlich ein richtig dickes Problem kriegen, wenn der... Ich knall die Reifen auf, ja. Nimm doch die Waffe in die Hand. Was geht bei dir ab? Der Typ will meine Waffe nicht in die Hand nehmen. Hallo? Hallo. So, okay. Pass auf, wir machen das anders. Einer geht in die Military Base rein, lootet. Ich kann irgendwie meine Waffe nicht auf Dingsen. Der nimmt die Scheiße nicht in die Hand. Mach das übers Inventar, zieh die in die Hand rein. Geht auch nicht. Dann lauf mal eine Runde, leg dich mal hin. Also, ich bin mal kurz in den Auto eingestiegen. Ich kann ein Messer in die Hand nehmen. Nö. Ich kann eine Dose in die Hand nehmen, die ist jetzt verschwunden. Vielleicht esse ich einfach mal was. Das ist auch verschwunden. Nicht dein Ernst. Könnte sein, dass der Server abkackt. Warte, ich versuche mal eine Tür zu und aufzumachen. Okay, das funktioniert. Eigenartig. Die Baracken sind einfach mal fast alle leer. Ja, du lootest dann, ich halte auch schon. Die Baracke war schon mal empty. Noch ist alles ruhig. Ich auch kein Klicken oder so. So, zwei Baracken waren leer. Ich glaube, hier sind drei, ne? Mach ich gerade nicht. Also die waren komplett leer. Nix, nicht mal irgendein Müll. Warst du in Prison schon? Nee,
Du? Nee, ich halte doch Ausschau. Achso, okay, gut. Warte, hier ist noch eine Baracke, die dritte. Sunglasses, Magazin. Hier ist nix. Hier ist eine Mütze. Hier ist noch ein Magazin für den Makarov. Ich bring dir das alles mit, ne? Drunter ist eine Eisspitzhacke. High Capital Dingster West. Oh, hier ist eine Olive High Capity. Also eine grüne Weste. Habe ich mir auch genommen. Hier ist eine leere Wasserflasche, nehme ich auch einfach mal mit. Nur weil ich es kann. Hier ist ein Trommelmagazin. Für was? 75er Rounds AKM. Hier liegt voll viel Munition. Alles auch so. Auch glaube ich. Nee, 7,62er, 39 mm. Sammeln. Sind für unsere Waffen. Habe ich genommen. Oh shit, ey, ich will hier ein bisschen Platz machen. Ist irgendwas. Ist gerade geklickt bei dir? Nö. Mein Zettel gerade eben geklickt. Ich weiß auch nicht warum. Okay, ich esse mal kurz was und dann nehme ich das Trommelmagazin mit. Oh, ich müsste mal Licht an. Wegen der Cam. So, alles klar, das Trommelmagazin ist mit an Bord. Das war das letzte Haus und jetzt gehe ich nochmal in das große Prison Häusle. Kann aber immer noch keine Dingens ausrüsten in die Hand. Ich glaube, ich müsste mal kurz disconnecten und wieder drauf. Hier ist ein blauer Rucksack. Hier ist wieder ein Makarov-Magazin, aber ich habe keinen Platz mehr dafür. Egal, ich habe zwei Stück. Ja, ich habe noch zwei Stück für dich mit. Außer du willst sie nicht haben. Also willst du die haben oder die zwei? Die zwei, ja. Hier ist noch ein Magazin für mich. Noch eine Zehe. Irgendwas muss ich wegschmeißen. Frisst die das jetzt endlich mal, oder? Mach schnell. Der Typ nämlich gleich da. Okay. Du musst nicht zu lange wieder an einem Ort bleiben. Ja, ich bin gerade fast fertig. Ich gehe noch hoch. Es liegt hier. Combat Knife. Und eine Shotgun. Combat Knife. One. One. Ich lasse einfach mein Steakmesser. Leute, was ist das denn? FNX MRDS. Ist das eine Waffe? Optical Sight. Ach so. Das ist von dieser neuen Waffe. Bist du? Das ist dieses Rotpunktvisier. So ein sandfarbenes, so ja. Bräunlich, so. Dasselbe wie Visier wie bei der MP90 oder was das immer war bei MW2. So, bin fertig. Jetzt müsste ich mal gucken, wo du geparkt hast. Ich muss jetzt nur einen Weg oder raus. Warte, ich mach mal kurz einen Relog. Da ist mein LKW. Also ich versuche in meinen LKW zu gehen, den irgendwie da rauszuholen. Oder du schubst mich an. Warum? Du hast ja noch die Reifen platt geschossen haben. Nee, hab ich nicht. Wollte ich machen, aber konnte ja meine Waffe nicht nehmen. Also, wie sieht's aus? Ja, ich komm rein.
Was war gerade knapp, Alter. Wo bist du denn? Ich bin quasi komplett hinter dem Military Base. In den kleinen Bäumenwald gefahren. Ne? Bäumenwald. Weißbrot. Ups. Ich frage mich immer noch, wo du bist, ne? Wo du hängen geblieben bist. Hinten rum. An den Haupteingang. An den. Nee. An den Baracken? Ja. Bist du da reingekommen, Alter? Das war so ein Durchgang, da wollte ich durchfahren, aber der LKW blieb einfach mal an drei Steinen hängen. Ich dachte gerade, da wäre noch ein LKW, war mal ein kaputter Panzer hier. Ich sehe dich immer noch nicht. Ich bin ja auch am Reinfahren. Oh fuck. Oh, nein. Jetzt nicht. Oh, korrekt. Wo bist du? Ah, da. Wo bist du? Hier vorne, an der Mauer. Ach da! Oh Mann! Idiot! Versuch mich mal langsam von vorne so reinzudrücken. Pass auf, dass dein Reifen nicht kaputt geht. Oh danke, danke. Noch einen kleinen Anschubser. Fuck this, motherfucker! Nicht zu feste. Oh Mann, jetzt klemmst du hier richtig fest, ey. Autoscooter, hey. Du musst ein bisschen einschlagen, glaube ich, weil du hängst seitlich an der Mauer fest. Warte. Warte. Ja, Mann, ich hab's. Wenn es jetzt ein Spieler beobachtet hätte, ne, hätte ich auch noch gedacht, was sind das für Vögel. Fahr da nicht durch, du bleibst hängen. Motherfucker! Hey, Glück gehabt. Ich bin zu weit links gefahren. Okay, wo ist denn jetzt hier der Weg raus? Ah, hier links. Zurück zur Ding in Space, ist das der Weg? Nee, wir fahren jetzt zum Airfield. Ich will ja zum Airfield. Ist das der Weg zum Airfield? Ja. Naja, okay, ja doch, stimmt, ja. Ja, der Typ ist da, ne? Wo da? Beim Airfield. Wer sagt das? Ich. Der muss da sein. Nähern wir uns von unten an oder von oben, wo die Zelte sind? Unten? Okay. Also wir fahren von unten ran. Alles klar. Wir müssen die LKW. Ja, wir fahren, kommen von der Seite, wenn wir die Straße lang fahren. Ja. Na, guck mal, schau mal einer an, hier sind auch noch so Zelte. Ich parke meinen hier, ja. In den Tannen. Aber. Absolut, ich gegen den Baum gefahren. Da muss ich wieder hängen, ey. Oh, da kommt ein Zombie.
Das ist nur Glas, der Splitter. Ja, ich hab den platt gefahren. So, jetzt geht das Herz pochen los, Alter. Wo hast du deinen geparkt? Ein paar Meter weiter, nach links. Alles klar. Wir sind ja jetzt hier in den Baracken. Ich bin schon in der Base drin. Ja, ich komme jetzt direkt nach. Reden war ja das über dem Umschauen, über dieser Taste, ne? Ja. Ja, ich habe ja noch die Magazine über das Rennen war das, über das Rennen. Ja, ja. Wo bist du? Ich bin im großen Prison. Drin? Ja, ich bin im Prison drin. Okay. Ist einfach mal wieder gar nichts. Nix. Doch, eine Mosi, eine Mosi. Oh, Glück. Was? Meine Waffe ist weg. Welche? Welche Waffe wohl? Ist die unten oder ist die Mosin oben? Oh, doch, hier. Hi. Na, weg. Lol, die ist weggebackt, komplett. Ja. Deine Waffe. Oh, mies. Ah, deine Mosin liegt, die liegt unten drauf. Ich krieg sie nicht. Wie, du kriegst sie nicht. Warte. Ich mal anders. Nee. Doch, hier, wenn du hier stehst und hochguckst und dann Tab drückst. Bist du in Third Person oder Ego? Ego gerade. Geh mal raus aus Ego. Bisschen weiter rechts so hochgucken. So. Ich kann die nehmen. Ich will jetzt nicht, dass deine Waffe wegklappt oder so. Aber du kannst sie in die Hand nehmen, ne? Ja, ich versuch's mal. Wenn ich da so mit F drankomme. Ich könnte die nur so ins Inventar ziehen, oder? Warte. Mm-mm. Ich frag mich, wo meine Waffe hin ist, ne? Fällt mich grad voll auf. Warte, ich geh mal raus und leg mal meine Waffe hin. War ja noch Loader und alles drin. Warte, ich leg meine Waffe mal hier hin. So. Jetzt gehe ich mal kurz hier hin. Und so, jetzt habe ich die Mosin. Ich leg die hier in den Flur, ja? Mhm. Mosin in den Flur. Hast du? Ja, Arsch will den nicht nehmen. Mach mal Reconnect. Ja, pass auf, dann habe ich mein Dings wieder. Deine Waffe. Hm, bestimmt. Deswegen kannst du die auch bestimmt nicht nehmen. Eine Minute lang. Dann wird es bestimmt wieder gehen. Ich hoffe, ich werde nicht gekillt in der einen Minute von dem Typen, der hier rumgepimmelt hat. Hada. Oh, ist already. 2-4. Hä? Ja, die sind ja schon geladen. Hallo? Ja, ja, ich hab so, die schon geladen gefunden. 6 Dinger habe ich jetzt. Ich bin bei einer Baracke. Hier liegt nochmal ein Magazin. Und hier liegt ein Borlab-Sack. Sack. Sacre bleu. Jetzt will ich noch eine Musi-Muni finden. Und ein Range-Scope. Und hier liegt eine Maske. Wenn du die haben willst.
Hinten weiter in diesen. So, ich dachte, du wärst oben lang gegangen. Nee, nee, oben ist nix. Na, ja, ich glaube ich. Oh, hier sind überall Makarov-Magazine. Ja, voll überflutet von denen, ey. Heatpack. Noch ein Heatpack, jetzt habe ich zwei. Ja. Hier ist ein Kompass irgendwo, oder? Also in dieser Baracke im ersten Raum, wo man sich wäscht, da ist eine Maske. Oh, nee, das ist nicht gut, ne? Ach, da. Ja, vielleicht. Ich guck mal gerade rum, ob ich... Scheiß, da ist ein Zombie. Voll bunt, der lila Rucksack. Grün Helm. Schwarzes Oberteil. Ja, ich aber auch. Warte, ich mach mal kurz die Effekte wieder hoch. Oh ja, dazu du sagst. Um zu hören, falls jemand auf uns schießt, weil später laufen wir hier rum und hören die einfach nicht. Ich bin beinahe auch beenden gegangen, ich Idiot. So, ich bin wieder hinterm Prison und laufe jetzt mal so Richtung, ne, Richtung Kaki. Schlauch die Straße entlang. Und check mal die ganzen Häuser ab. Feuerwehrturm ist keiner. Hast du ein Fernglas? Hm. Korrekt. Ein Tower ist keiner. Ah, Zombie. Lol. Und so Zombie genau an dem Weg, wo wir lang müssen. Und so 100% verfolgen. Ach, schade, dass ich keinen Schalldämpfer habe. Da müsste ich ja auch die Waffe wieder weg. Ich würde mal gerne auf diesen Turm hier hochgehen. Ich gehe mal einen Turm hoch, ja? Mhm. Wobei doch nicht, da ist doch nichts drauf. Das sah so aus, als wenn da Sachen liegen. Pala. Hallo, hallo. Wo ist ein Zombie? Links an der Mauer entlang, wenn du wieder hochlaufen willst zu den anderen. Oh. Ja, ich bin da jetzt gerade hingerannt. Oh, soll ich den abknallen? Hast du nichts zum Schlagen? Na doch, ich habe eine Axt. Schade, dass ich keinen Schalldämpfer habe. Ja, da sagst du was. Okay, hab einen Zombie gekillt. Wurde einmal gehauen. Alles gut noch? Also ich habe ja noch Salim bei, ne? Ja, alles ich super. Vergesse. Pass auf Bären fallen. Ich wollte gerade sagen, dieses Haus, ne? Okay. Ich gehe vorne in den Bärenfallenraum. Mein Gott, ey. Gebrochene Bein hänge ich da, ey. Kommt mich hier nicht mehr weg. Na doch, konnten wir wohl. Ja, ich hab dir ja die Sticks da geholt. Das war lustig. Ich fand's nicht so lustig. Ja, ich fand's ganz amüsant. Mein Leben, ey. Also wir laufen erstmal die linke Seite ab, bis zu den Zelten und dann wieder rüber auf die rechte, ne? Ja, also wir umrunden das. Ja, Spieler sind auch nicht mehr so viele da. Hier und da sollten wir ja, mal die Tower abchecken. Wir haben unseren ersten Spieler getroffen. Ne? Eigenartig, dass der nicht hier ist. Ja, der war zu Fuß, der braucht auch ein bisschen. Ne? Ja, aber so lange dauert das jetzt nicht von der Military Base bis nach oben. Weil wir hängen relativ lange da unten. Vielleicht 5 Minuten, oder? Also so lange kam mir das jetzt auf gar keinen Fall vor. Auch richtig geil gemacht, Alter. Wenn man da hinguckst wegen der Sonne, dann schwankt das ein bisschen. Durch die Wärme, weißt du? Mhm.
Richtig geil. Oh, okay, da ist schon mal sehr wenig drin. Ja, eine Gasmaske. Und zwei Hüte oder so eine Scheiße. Und ein Messer. Um Kantinen zu öffnen. Was ist das? Ja, Christine. Gut. Ich geh mal in diesen Lagerhaus-Dings. Als erste. Okay, hier ist einfach mal gar nichts drin. Hier ins zweite. Oh, da steht ein Zombie. Da hinten. Hier liegt eine Weste, Schuhe. Mit einer Axt drin. Und ein Rucksack. Ja, leer. Und was zu essen. Komm, Zombie, Zombie, Zombie. What the fuck? Mir hast du ihn gerade drei Hits geschlagen. Ich brauchte drei Hits. Mit einer Axt. Und dann hat er noch. Dann kroch der noch auf dem Boden. Echt? Kriechen die jetzt? Keine Ahnung, der kroch auf jeden Fall auf dem Boden. Ja, vorher haben die, sind die ja nicht gekrochen. Ja. Wer weiß, vielleicht kann man den jetzt die Beine irgendwie zertrümmern. Das wäre Hammer, Alter. Manchmal Spaß mit Zombies, ey. Ist so, ne? Sind überall auf dem Feld so kriechende Zombies. Besonders in dem Haus wäre das eine krasse Überraschung. Geht man rein, auf einmal kriechende Zombies umher, die man vorher gar nicht gesehen hat. Aber gehör. Oh, hier ist ein Zombie. Oh, fuck. Aua, aua, zwei, drei Hits. Ich blute. Wo ist der? Ja, der ist. Warum ist der so schnell, der Wichser? Nochmal wieder zurück in meine Richtung. Hast du? Okay, danke, danke, danke. Ich leg mich schnell hin und verbinde mich mal schnell. Ja.